Das sind einige unserer Themen heute. Stand der Dinge bei der Feuerwehr Zweibrücken. Banana Building Pirmasens bekommt vollwertige Kita. Bauarbeiten an der Käthe-Dassler-Schule Pirmasens und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Ende August lud die Feuerwehr in Zweibrücken zu einem Pressegespräch ein. Es wurde ein Zwischenstand zum laufenden Bauprojekt gegeben und weitere Themen wie der Tag der offenen Tür sowie das 175. Jubiläum im nächsten Jahr angesprochen. Im Vorjahr wurde am Tag der offenen Tür der erste Spatenstich für das umfangreiche Bauprojekt der Feuerwehr Zweibrücken gesetzt. Aktuell liegen die Arbeiten etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Für ein solches Projekt sei der aktuelle Stand jedoch äußerst weit, so Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitzer. Der neue Hallenkomplex eröffnet der Feuerwehr einige neue Möglichkeiten und sichert sie auch für zukünftige Herausforderungen ab. Also im Rahmen der Umbaumaßnahmen hier bei der Feuerwehr der Stadt Zweibrücken bekommen wir einen Neubau für Werkstatthallen, für unser Wechselladerfahrzeug mit den Abrollcontainern und auch für den Lagerbereich. Das wird im hinteren Bereich der Feuerwache des Geländes im Moment gerade umgesetzt. Die Halle wird ca. 1000 Quadratmeter groß und ermöglicht dann ein sehr gutes Arbeiten der hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Zweibrücken. Und wir haben die Möglichkeit, alle Container und alle Fahrzeuge vom Wechselladercontainer-Konzept dort unterzustellen. Unter anderem wird die Feuerwehr nach Fertigstellung die Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge eigenständig zu warten, Hilfsmittel für den Katastrophenschutz zugänglicher zu lagern und ihre Reinigungsabteilung der Uniform effektiver zu gestalten. Eine hauseigene Tankstelle wird die Feuerwehr zudem unabhängig von öffentlichen Tankstellen machen. Die negative Nachricht des Tages war jedoch, dass der Tag der offenen Tür für dieses Jahr ausfallen muss. Aufgrund von den andauernden Arbeiten besteht ein erhöhtes Gefahrenpotenzial und eine eingeschränkte Besichtigungsfläche. Wenn wir einen Tag der offenen Tür machen wollen, dann ist es eigentlich immer so, dass wir die Leute einladen, in die Feuerwehr zu kommen, dass sie alles sehen können, dass sie überall sich umschauen können, überall im ganzen Feuerwehrhaus, auf dem ganzen Gelände. Und da können wir das leider dieses Jahr nicht gewährleisten, weil wir haben so viel oder so einen großen Platzmangel dieses Jahr, dass wir dann quasi leider auf den Tag der offenen Tür verzichten müssen. Allerdings steht nächstes Jahr das 175-jährige Jubiläum der Feuerwehr Zweibrücken an. Dieses wird ganz besonders gefeiert. Wir werden Tag der offenen Tür nächstes Jahr machen, der länger dauert wie nur ein Tag. Wir machen auch verschiedene Aktionen für die Bürger der Stadt Zweibrücken. So wollen wir ein Feuerlöschertraining machen. Wir wollen auf Gefahren im Haushalt hinweisen und, und. Interessierte Bürger können sich da melden, bei der Feuerwehr dann anmelden. Und sobald die Termine bekannt sind, und dann können die quasi zur Feuerwehr kommen und kriegen da verschiedene Sachen an Hand. Zudem ist ein Feuerwehrkalender für das Jahr 2025 in Planung. Vielen Jugendlichen fällt es nach der Schule schwer, sich für eine bestimmte Ausbildung oder ein Studium zu entscheiden. Um die Entscheidungsfindung zu erleichtern, bietet die Zweibrücker Ausbildungsmesse einen Überblick über das breit gefächerte Angebot. Ende August wurde im Rahmen eines Pressegesprächs die 15. ZAM für den 10. September angekündigt. Bei der diesjährigen Zweibrücker Ausbildungsmesse am 10. September sind insgesamt 80 Unternehmen von 8.30 Uhr bis 14 Uhr in der Festhalle Zweibrücken vertreten. Hier kann man sich über verschiedenste Branchen, Betriebe sowie Ausbildungen informieren. An einzelnen Ständen sind jeweilige Vertreter offen für Gespräche und beantworten aufkommende Fragen. Die größte Zielgruppe der ZAM sind die Schulen in Zweibrücken. Darüber hinaus ist aber jeder willkommen. Ganz allgemein ist die Messe öffentlich und es kann jeder kommen, der Interesse und Lust hat. Und auch Umschulungsmaßnahmen werden vorgestellt. Also jeder, der Interesse hat, sich irgendwie weiterzubilden, auszubilden, zu studieren, ist herzlich eingeladen. Mithilfe des Feedbacks der letzten Jahre konnte das Firmenangebot auf die Bedürfnisse der Besucher angepasst werden. Die Messe beschränkt sich nicht nur auf Ausbildungen, sondern informiert zusätzlich über herkömmliche und duale Studiengänge. Ein erster Kontakt mit Verantwortlichen kann bei dem Bewerbungsprozess helfen. Die jungen Leute können sich dann bei den Ausstellern vorstellen und können schon mal zeigen, dass sie Lust haben. Und dann macht vielleicht manchmal ein schlechtes Zeugnis, macht vielleicht die richtige Einstellung, macht das dann schon mal wett. Wenn man da sich eben wirklich interessiert zeigt und vielleicht auch mal schon einen Lebenslauf dabei hat oder ein Bewerbungsanschreiben, dann sehen die ja auch, die jungen Leute haben sich vorher schon damit auseinandergesetzt. Wir sind da, die haben das direkt auf uns schon abgestimmt, die Bewerbung. Und da ist ein Interesse da. Und dann hat man vielleicht dann tatsächlich mal eine Chance, trotz einem nicht so guten Abschlusszeugnis eingeladen zu werden für ein Vorstellungsgespräch oder einen Eignungstest.
Wer noch auf der Suche nach einem Praktikum oder einer Ausbildung ist, kann gerne an dem Angebot teilnehmen. Aus dem zuvor provisorisch als Kindertagesstätte genutzten Banana Building auf der Pirmasenser Huster Höhe wird ein fester Kindergarten mit 90 Plätzen. Dazu finden aktuell Umbaumaßnahmen statt, die die Stadtspitze beim Rundgang vor Ort vorstellte. Die hier entstehenden zusätzlichen Betreuungskapazitäten sind dabei nur einer von weiteren Schritten, um den großen Kinderzahlen in der Stadt entgegenzukommen. Für 6 Gruppen mit Plätzen für Kinder im Alter unter 3 Jahren waren vor einiger Zeit Räume im Pirmasenser Banana Building angemietet worden. Doch die Übergangslösung wurde zum Dauerzustand und musste sich im Bau nun auch neuen Gesetzen anpassen, um künftig nutzbar zu bleiben und noch mehr Plätze anzubieten. Ja, wir haben in Pirmasens ja eine sehr positive Entwicklung der Kinderzahl. Das heißt, Pirmasens hatte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Kindersegen. Das ist schön, weil die Stadt sich verjüngt hat und die Kinder unsere Zukunft sind. Aber uns fehlen Kindergartenplätze. So gibt es Wartelisten und es ist schlecht und wir müssen diese Lücke schließen, indem wir neue Plätze schaffen auch. Ne? Auch im Zuge des neuen Kita-Gesetzes. Jetzt haben wir hier vor vielen Jahren, damals ging es um den Ausbau für die unter 3-jährigen Kinder, bereits mal eine Übergangslösung gestaltet und auch im Erdgeschoss einen Kindergarten betrieben. Da hat es sich angeboten, hier im Banana Building zusätzliche Plätze zu schaffen. Bürgermeister Michael Maas freute sich über die hohe Zuschussquote des Landes von rund 75%. Von den Gesamtkosten in Höhe von 400.000 Euro müsse die Stadt daher nur 100.000 Euro selbst bezahlen. In dem früheren Kasernenbau an der Ecke Rodalber und Pestalozzi-Straße entstehen so finanziert nun weitere dringend benötigte Kita-Plätze. Da gab es 2 Bauabschnitte. Wir haben also das 2. Obergeschoss für einen dauerhaften Kindergarten fit gemacht. Und dort können zukünftig, voraussichtlich ab Januar, 50 Kinder zusätzlich dann betreut werden. Im Erdgeschoss, wo die Kita Banana Building ja schon seit einigen Jahren ist, da haben wir auch in Sachen Brandschutz und Sanitäranlagen investiert, sodass wir von 30 auf 40 Kinder aufstocken können. Und dadurch haben wir hier 90 Plätze am Standort und können dadurch schon mal diesen Bedarf abmildern. Das ist der Hintergrund der baulichen Maßnahmen. Ich bin sehr froh, dass das hier so toll geklappt hat. Durch das neue Kita-Gesetz waren Anforderungen an Sanitäranlagen und Brandschutz gestiegen. So werden im Erdgeschoss gerade Wände durchbrochen, um Fluchttüren zwischen den Gruppenräumen zu ermöglichen. Im Flur wird noch eine Brandschutztür installiert, um im Ernstfall Teile abzusiegeln, wie Sebastian Liebal, der stellvertretende Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, erläuterte. Im zu Ferienbeginn vollendeten Obergeschoss besteht eine Fluchtmöglichkeit zum Nachbargebäude. Das Erdgeschoss soll zum Jahreswechsel fertiggestellt sein. Stadtjugendpflegerin Bettina Theisinger freute sich auch über den neuen Außenbereich, der vom Gartenbauamtsleiter André Jankwitz gestaltet wurde. Durch die schon vorhandenen hohen Bäume sei der Spielplatz ohne teure Sonnensegel mit natürlichem Schatten ausgestattet. Es werden jedoch noch mehr Kita-Plätze in der Stadt benötigt. Laut Oberbürgermeister Zwick laufen die Vorbereitungen zum Umbau der früheren Schulcontainer an der Berufsschule und Horeb-Grundschule, wo im Laufe des kommenden Jahres je 50 Kita-Plätze entstehen sollen. Ein Kita-Neubau nahe des Krankenhauses befinde sich bald in der Ausschreibungsphase. In den Schulferien wurde die Pirmasenser Volkshochschule auch wieder von vielen Kindern besucht. Denn rund 80 Mädchen und Jungen erhielten in der Sommerschule und bei Feriensprachkursen niedrigschwelligen Unterricht. Kurz vor Ende der Ferien hat sich Oberbürgermeister Markus Zwick die Kurse angesehen und Erfrischung mitgebracht. Um besonders effektiv arbeiten zu können, treffen sich die Ferienkurse an der Volkshochschule Pirmasens in Kleingruppen von maximal bis zu 10 TeilnehmerInnen. Jenen brachte Oberbürgermeister Markus Zwick in der letzten Veranstaltungswoche dieses Sommers ein Eis vorbei. Betreut werden die Kinder dabei von pädagogisch qualifiziertem Personal. Unsere Dozentinnen sind hauptsächlich Lehramtsstudierende, wir haben aktive Lehrer, wir haben Lehrer im Ruhestand. Einige sind schon seit einigen Jahren dabei. Und ansonsten spricht sich das rum. Es gibt ja auch entsprechende Informationen von den Ministerien an die Universitäten, dass diese Angebote an den Volkshochschulen stattfinden. Das heißt, wir kriegen auch Bewerbungen oder Meldungen von Lehramtsstudierenden, die sagen, hier bin ich, ich könnte auch einen Kurs leiten. Genau. An der VHS Pirmasens in der Hans-Sachs-Straße fanden auch in den Sommerferien 2024 2 Arten von Kursen für Kinder statt.
Genau, also wir haben momentan 5 Feriensprachkurse. Feriensprachkurse richten sich an Kinder, die gar keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben. Das Sprachniveau, die Sprachkenntnisse werden von den Schulen festgestellt und an uns dann gemeldet. Genau. Wir haben insgesamt momentan 46 Kinder in 5 Kursen und die Kurse dauern 5 Wochen je 40 Unterrichtseinheiten. Neben der Vermittlung mündlicher Sprachkompetenz steht die Orientierung der Kinder im neuen Umfeld im Mittelpunkt. Angemeldet wird dabei über die Schulen, wo man genau weiß, welche Kinder noch gar keine Sprachkenntnisse haben. So darf nur maximal 2-mal teilgenommen werden, um danach auch wieder Platz für neu angekommene Kinder zu schaffen. Dazu kommt das Lernen in den Ferienprojekt, das aus der Sommerschule hervorgegangen ist. Jene Initiative gegen Lernlücken wurde während der Corona-Pandemie gestartet und seitdem beibehalten. Bei den Kursen Lernen in den Ferien handelt es sich um ein Lernangebot außerhalb der Schule, das aber schulnahe oder unterrichtsnahe Inhalte vertiefen sollte. Üben, wiederholen steht im Vordergrund. Da haben wir momentan 4 Kurse, die sind aber immer einwöchig mit insgesamt 20 Unterrichtseinheiten. In der Summe haben wir in den Kursen Lernen in den Ferien 32 Kinder dieses Jahr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Anmeldung geschieht hierbei auf Initiative der Eltern. Beide Projekte werden über Landesmittel finanziert. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Rolle der Volkshochschulen im Land ist hier sehr wichtig, weil deren Angebot wohnortnah und auch flächendeckend ist. In den letzten beiden Sommerwochen ist der Platz in der VHS Pirmasens ausgeschöpft und alle Räume mit den Ferienkursen belegt. Schon im April 2024 hat Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig Fördergelder des Landes an die Stadt Pirmasens übergeben. An der Käthe-Dassler-Realschule Plus beginnen jetzt die Baumaßnahmen, die mit diesen Fördergeldern finanziert werden. Bürgermeister Michael Maas stellte mit Rektorin Jeanette Kiwi den aktuellen Stand sowie den Ablauf der Bauarbeiten vor. Das Bundesland Rheinland-Pfalz hat der Stadt Pirmasens im Rahmen des Kommunalen Programms für Klimaschutz und Innovationen, kurz KIPKI, im April 2024 Fördergelder zur Verfügung gestellt. Der Großteil davon wird verwendet, um die Käthe-Dassler-Realschule Plus zu sanieren. Bürgermeister Michael Maas erklärte, dass die Käthe-Dassler-Realschule Plus sanierungsbedürftig sei. Die Bauarbeiten an der Schule haben bereits begonnen. Jetzt sind wir dabei, den Eingangsbereich zu erneuern, das heißt die Türelemente auszutauschen, die alten einfach verglaste Alu-Elemente zu tauschen und die Fenster im B-Gebäude, den Fachsälen und Klassenzellen zu tauschen, auch durch neue, moderne, isolierte Fenster. Wir hatten das Problem, dass wir hier Fenster verbaut hatten, die über 50 Jahre alt sind, Alu-Elemente, einfach verglast, undicht, zugig, zum Teil blind, scharfkantig, teilweise auch Unfallgefahr. Sodass wir hier einen recht großen Handlungsdruck hatten. Durch die modernen Fenster kann die Schule in Zukunft etwa 50.000 Euro pro Jahr an Energiekosten einsparen. Dies ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Diverse andere Sanierungsarbeiten sind für die nächsten Jahre noch geplant. An der Schule, ich habe es angesprochen, steht nach 50 Jahren natürlich das eine oder andere Größere an. In Abstimmung mit der Schulleitung arbeiten wir so einen Sanierungsfahrplan ab. Der Wunsch der Schulleitung ist jetzt fürs kommende Jahr, die Toiletten, die WC-Sanitäranlagen uns anzuschauen, zu ertüchtigen. Das steht dann an und dann schauen wir mal in den nächsten Jahren weiter, wie wir an den anderen Gebäudetrakten auch noch energetische Sanierung durchführen können. Die Käthe-Dassler-Realschule Plus verbraucht von allen Pirmasenser Schulen am meisten Energie. Die geplanten Sanierungsarbeiten werden sowohl Einsparungen im Energiebereich sowie angenehmere Lernumstände für die Schülerinnen zur Folge haben. Ferienzeit ist Bauzeit. Schon 2 Tage früher als geplant wurde kurz vor Beginn des neuen Schuljahres die neue Pflasterung am zentralen Omnibusbahnhof in Pirmasens für den Verkehr freigegeben. Bei einem Vororttermin hat Bürgermeister Michael Maas über den Ablauf der Bauarbeiten und die Vorteile der neuen Pflastersteine informiert. Der Betrieb am Busbahnhof in Pirmasens nimmt wieder Fahrt auf. Pünktlich zum Ferienende sind die Pflasterarbeiten in der südlichen Exerzierplatzstraße nahe der Fußgängerampel abgeschlossen. Da jeden Tag über 1000 Busse über das Pflaster fahren, musste die 27 Jahre alte rote Pflasterfläche jetzt erneuert werden. Insgesamt 65.000 Euro hat die sogenannte EPDM-Pflasterung gekostet,
die größere Stabilität und Langlebigkeit verspricht. Es ist ein innovatives Pflaster, ein sehr, sehr robustes, widerstandsfähiges Pflaster, was die Oberfläche betrifft. Tausalzbeständig, frostbeständig. Frostbeständig habe ich gerade gehört, bis minus 50 Grad. Gut, das bekommen wir hier hoffentlich nicht. Aber sollte es so kommen, wären wir vorbereitet. Aber hier im Speziellen sind es die Fugen. Es ist eine Kunststofffugenausbildung, Naturkautschuk im Einsatz, um so die Fugen zu schützen, den Steinabstand zu sichern, sodass die Steine, wenn sie aneinander reiben, nicht brechen, dass die Fugen geschlossen werden, dass kein Feinkorn ausgetragen wird und den Oberbau schädigt. Auch bei weiteren Bauprojekten, wie der Baustelle in der südlichen Hauptstraße, möchte die Stadt das innovative Pflaster in Zukunft einsetzen. Seit 2012 stehen im Strecktalpark in Pirmasens Sportgeräte, die vor allem von Seniorinnen und Senioren genutzt werden. Um den Weg und die Nutzung der Geräte sicherer zu gestalten, hat der Seniorenbeirat Pirmasens mithilfe von Spendengeldern die Anlage renoviert. Die Stadtspitze erklärte Ende August zusammen mit Mitgliedern des Seniorenbeirats, welche Umbaumaßnahmen durchgeführt wurden. Bereits 2012 wurden die ersten Sportgeräte für den Strecktalpark angeschafft. Sie erweitern das Angebot des Parks und ermöglichen BesucherInnen im Freien, diverse Sportübungen zu machen, die auf Infotafeln erklärt werden. 2024 wurden der Weg zu den Geräten sowie der Untergrund erneuert. Ende August informierte Bürgermeister Michael Maas zusammen mit Mitgliedern des Seniorenbeirats über die Renovierungsarbeiten. Der Seniorenbeirat initiierte diese Aktion, weil er feststellte, dass eine bestimmte Gruppe die Geräte häufig nutzt. Wir haben festgestellt, dass der Park verstärkt durch Senioren genutzt wird. Zum Beispiel Gemeindeschwestern gehen mit den Senioren in den Park spazieren. Und da haben wir gesagt, wenn wirklich mal jemand fallen würde, Gott sei Dank ist uns noch nicht bekannt, dass jemand gefallen ist, wäre es sicher, wenn da der Belag etwas abfedern könnte, dass das nicht so heftig ausfällt. Die Umbaumaßnahmen kosten insgesamt 5.500 Euro. Die gesamten Kosten wurden von der Sparkasse Südwestpfalz und der VR-Bank getragen. Der Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens hat dann neue Gummiplatten unter den Geräten angebracht und den Weg gepflastert, damit dieser gefahrlos genutzt werden kann. Die Geräte sind jetzt vor allem für SeniorInnen sicher gestaltet und können nun auch bei Nässe relativ gefahrlos genutzt werden. Für die Schülerinnen und Schüler der Pirmasenser Grundschule Wittelsbach gibt es gute Neuigkeiten. In den Ferien wurde das Dach der Turnhalle saniert. Bürgermeister Michael Maas gab Ende August einen Überblick über die Renovierungsarbeiten. Das städtische Gebäudemanagement hat die zu Ende gehenden Sommerferien intensiv genutzt, um an den Pirmasenser Schulen umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Unter anderem war dies auch an der Grundschule Wittelsbach der Fall. Dort wurde das Dach saniert. Auf einer Fläche von 192 Quadratmetern wurden sowohl Dachhaut als auch Dämmung erneuert. Das Alter des Gebäudes erschwerte die Arbeiten an der Turnhalle. Wir haben hier die Herausforderung gehabt, dass das Turnhallendach ähnlich wie das Gebäude selbst aus dem Jahr 1910, 1911 stammt. Die ursprüngliche Dachabdichtung, der Dachaufbau war in die Jahre gekommen, ist marode geworden, so marode geworden, dass man nicht mehr instand setzen konnten oder reparieren konnten. Daher haben wir uns auf den Weg gemacht, das Dach grundlegend zu erneuern mit einer Dichtungsplanung, mit einer entsprechenden Dämmung, damit wir auch auf Dauer eine energetische Sanierung haben von der Turnhalle und auch die Kondensatbildung auf der Innenseite in den Raumecken und Kanten dann zu vermeiden. Wenn sich weniger Kondensat bilden kann, wird dadurch die Raumqualität deutlich verbessert. Die Bauarbeiten hat die Firma Richard Becker aus Rodalben durchgeführt. Für die SchülerInnen der Grundschule Wittelsbach wird der Sportunterricht dadurch angenehmer. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss.